Bei einem Luftangriff der israelischen Armee auf den Gazastreifen wurde der Militärchef der extremistischen Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad getötet. Videoaufnahmen des Bombeneinschlages veröffentlichten die israelischen Streitkräfte jetzt selbst. Zuvor hatten sie nach Drohungen des Islamischen Dschihads mehrere Ziele in dem Küstenstreifen angegriffen. Nach palästinensischen Angaben kamen mindestens 8 Menschen ums Leben, darunter auch ein 5-jähriges Kind. Mindestens 55 Menschen seien verletzt worden. Seit Tagen eskaliert die Situation am Gazastreifen nach der Verhaftung von Bassam al-Sadi, einem hochrangigen Führer der palästinensischen islamischen Dschihad-Gruppe.